mitten im Sommer Schlussverkaufstreiben. Zwischen Porzellan und Badezeug stoßen die Schnäppchenjäger im Pariser Einkaufstempel Samaritain plötzlich auf Kunst. 32 junge Maler aus ganz Europa gehören zu den Glücklichen, die ihre Kunst im Kaufhaus präsentieren können, ausgewählt aus immerhin 500 Bewerbern. Der Preis der Originale und Angaben zum Künstler werden bei dieser Vernissage auf der Rückseite gleich mitgeliefert. Viele Menschen trauen sich nicht, Galerien zu betreten, vor allem bei moderner Kunst. Hier kommt jeder vorbei, ist die Kunst für jeden offen. Um den Kontakt zwischen der jungen Avantgarde und ihren potenziellen Käufern zu erleichtern, stellt sich jeder Künstler per Foto vor und lädt bei Bedarf auch in sein Atelier. Die Maler sind mit je 50 Originalen vertreten und die Preise sind erschwinglich, zwischen 150 und 400 Mark. Ich liebe es, mir Originale zu kaufen, aber meistens scheitert dies am Geld. Hier ist es anders und ich bekomme einen Überblick über die junge Szene. Die Devise Kunst als Ware wird hier wörtlich genommen, ob einfach nur zum Blättern und Gucken oder als Anstoß für neue Geschenkideen. Der Kunstbasar in der Samaritain bietet etwas für jeden Geschmack und lockte im vergangenen Jahr über 40.000 Besucher. Da soll noch einmal einer sagen, dass in der Kulturmetropole Paris die Kunst nur im Museum steckt.